إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Meine lieben Schwestern, willkommen zu Lektion 10. Bevor wir das tun, gibt es noch einige Dinge, die wir nochmal uns daran erinnern können, die wir in der letzten Lektion zusammen gelesen und gelernt haben. Die Tatsache, dass Musa a.s. sich von allem zurückzog und allein in die Stille und Einsamkeit ging, um dort dann die Worte Allahs, die Tora, die Gebote Allahs zu empfangen. Und die Tatsache, dass er aber, um diese wichtige Aufgabe zu erledigen, zu entgegenzunehmen, dass er hinter sich nicht alles im Chaos hinterließ, sondern sein Bestes getan hatte, um eine Ordnung, um eine Stellvertretung, um eine Aufrechterhaltung von dem, was er selber gewährleisten wollte, um all dies hinter sich zurückzulassen. Und er ließ Harun a.s., seinem Bruder und auch Propheten, als einen Stellvertreter. Das heißt also, davon lernen wir, dass wir, wenn wir unsere eigenen Ziele verfolgen, die ja gut und richtig und auch sehr fromm sein können, dass es aber auch wichtig ist, dass wir hinter uns als Mütter, als Schwestern, als Kinder von jemandem, als jemand, der Verantwortung auch für andere Dinge trägt, als nur seine eigenen Ziele zu verfolgen. Nochmal, die ja auch wirklich fromm sein können, wie zum Beispiel Religion zu erlernen. Dass wir aber hinter uns nicht alles in einem Chaos zurücklassen können. Dass auch andere Menschen, unsere Familien, unsere, was auch immer unsere Verantwortung ist, oder unsere Arbeitsstellen, unsere Verpflichtungen, was auch immer wir als eine Verpflichtung und Verantwortung auf uns genommen haben, dass auch dies Rechte auf uns hat. Und dass das eine uns nicht berechtigt, das andere zu vernachlässigen. Wir lernen auch durch das Zusammentreffen von Musa und Pharaon in dieser großen Auseinandersetzung, in dieser großen Begegnung, ja, von Wahrheit und von Falschem, lernen wir auch, man lernt unglaublich vieles. Ja, ein paar Dinge, die uns jetzt vielleicht einfach, die wir uns nochmal daran erinnern wollen, ist, wie Musa a.s. uns beibringt, dass man sich nicht auf Provokationen einlässt. Ja, wie Pharaon ihn immer wieder versucht, zu einer Aussage hinzuführen, die vielleicht beschuldigend wäre, ja, damit er ihn daran fassen kann. Das siehst du, du hast etwas gegen uns, du willst uns sowieso etwas schaden. Ja, wie er darauf gar nicht eingehen, sondern wie Musa a.s. immer nur sein Ziel verfolgt und sich nicht abbringen, provozieren oder auch verführen lässt. Dann sehen wir auch, wie Musa a.s. sich von der Masse und Anhäufung, in Tafsir heißt es, dass diese Zauberer sehr, sehr viele waren, die dann zusammenkamen, das Volk stand drumherum, es war ein Riesenspektakel, wie Musa a.s. sich davon, weil er auf Wahrheit ist, weil er Allah hinter sich hat, dass er sich davon nicht beeindrucken lässt. Und wir merken auch, wie Musa a.s., als er gefragt wird, sollen wir als erstes werfen oder sollst du, willst du als erstes werfen, wie Musa a.s. sagt, nein, werft ihr zuerst. Ja, dass es also mal gar nicht mal so schlecht ist, dass man den Gegner, und unsere Gegner sind ja meistens sogar noch eigentlich unsere eigenen Verwandten, Freunde und Bekannte, die gar nicht eigentlich uns wirklich befeinden, sondern mit denen wir einfach nur eine Auseinandersetzung haben, dass es gar nicht so schlecht ist, den anderen einfach mal zuerst zu Wort kommen zu lassen. Das hat viele, viele Vorteile, die können wir jetzt nicht alle im Detail besprechen, aber ein Vorteil vielleicht sogar auch nur, dass der andere vielleicht die Hälfte seines Zorns schon in dem Moment verliert, wo man ihm das Recht gibt, das erklär du auch deinen Standpunkt. Du darfst reden. Ja, und nicht immer nur ständig dem anderen das Wort abschneidet und versucht selber überall die Nummer eins zu sein und selber immer nur reden zu dürfen und den anderen keine Möglichkeit zu geben, sich zu erklären. Ja, das ist nicht unbedingt ein Zeichen von Gerechtigkeit. Ein anderer Vorteil ist auch gewiss, und das haben die Mufassirin auch bei der Gelegenheit von Musa a.s. gesagt, dass er, indem er den Zauberern die Gelegenheit gibt, als erstes ihre Zauberei-Kunststückchen zu zeigen, dass die Wirkung von dem, was Musa a.s. dann zeigen würde, um einiges nachhaltiger und größer gewesen ist, weil sie die letztere und somit bleibendere gewesen ist. Ja, und auch die Wahrheit war, die dann das Falsche im wahrsten Sinne des Wortes verschlungen hat.
Hier, das, was Musa a.s. dort gezeigt hat, hat die anderen Augentrügereien, die die Zauberer fabriziert hatten, wirklich und wahrhaftig verschlungen. Ja, und wir sehen auch, was auch sehr schön ist, wie die Propheten alle, nicht nur Musa a.s., alle Propheten in jeder Situation der Schwierigkeit, Probleme, Unheil, Befeindung, Hindernisse, in jeder Gelegenheit, wie die Gläubigen und die Propheten zu Allah zurückkehren und Dua machen. Sich Allah zu Allah zurückkehren, sich zu Allah wenden, ihn anbeten und ihn bitten. Und das sollte ein jeder Gläubiger in seinem Alltag auch tun. Dann kommen wir zur Lektion 10. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Und wisset, was immer ihr erbeutet, so gehört Allah ein Fünftel davon und dem Gesandten und den Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges, das ist der Reisende, wenn ihr an Allah glaubt und das, was wir auf unseren Diener am Tag der Unterscheidung, der Tag nämlich der Schlacht von Badr, als Offenbarung hinabgesandt haben, an dem Tag, da die beiden Heere aufeinander trafen. Und Allah hat zu allem die Macht. Hier wird also jetzt beantwortet, was am Anfang gefragt worden war über die Beute, ja, diese Gelegenheit, erste Gelegenheit von Erbeutung bei der Schlacht von Badr. Was ist damit zu tun? Wer kriegt wie viel? Wann wird das verteilt? Hier wird also darauf geantwortet, nach der, wie wir schon gesagt haben, der Erziehung, der Belehrung der Gläubigen. Was ist nun also damit zu tun? Hier kommt also die gesetzliche, islamisch-gesetzliche Aufteilung von Beute, die man im Krieg, also rechtmäßig erbeutet hat. Und es wird gesagt, erstens, ein Fünftel von der gesamten Beute ist für Allah und für seinen Gesandten. Und der Gesandte kriegt also ein Fünftel davon und er verteilt es dann weiter. Nämlich für ihn selber und seine Familie, sallallahu alaihi wasallam, und dann für die Weisen, die Armen, die Reisenden. Ja, für diese Zwecke wird dann durch den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dies weiterverteilt. Ja, also weil dies war ein Sieg und Allah legt hier nochmal klar, die Hilfe, der eigentliche Sieg ist ja entstanden durch die Hilfe von Allah. Und wenn das so ist, dann ist die Beute auch nicht durch euer Bemühen zu euch gekommen, sondern durch Allahs Bestimmung, durch Allahs Hilfe ist sie zu euch gekommen. Deswegen bestimmt auch Allah allein. Das ist gesetzlich, das Gesetz kommt von wem? Von Allah allein, wie diese Beute verteilt wird. Weil wir erinnern uns nochmal, in der Jahiliyyah und in vielen Völkern war das bis vor kurzem sogar vielleicht noch so, dass Plündereien, die freie Bestimmung, wer wie viel nimmt, was er fasst, das darf er mitnehmen. In der Jahiliyyah wurde das so gehandhabt, dass man einfach, wer zuerst kam, der hat auch zuerst bekommen. Und dies wurde mit dieser gesetzlichen Disziplinierung und Aufteilung aufgehoben. Und hier sagt Allah, Allah hat das Recht, dies aufzuteilen. Und hier ist das erste Gebot. Ein Fünftel wird in diese Zwecke gegeben und der Rest wird dann unter den an der Kampfhandlung teilnehmenden Armeeangehörigen und deren Familien aufgeteilt. Als ihr auf der näheren Talseite wart, sie, also die Feinde, auf der ferneren Talseite und die Karawane unterhalb von euch. Und wenn ihr euch verabredet hättet, wäret ihr über die Verabredung fürwahr uneinig gewesen. Aber es geschah so, damit Allah eine Angelegenheit entscheide, die ausgeführt werden sollte. Damit, wer umkam, aufgrund eines klaren Beweises umkäme und wer am Leben bliebe, aufgrund eines klaren Beweises am Leben bliebe. Allah ist wahrlich allhörend und allwissend. Ja, also Allah, wie wir vorhin schon erwähnt haben, statt die Muslime hinter der Karawane, die muslimische Armee hinter der Karawane herzuschicken, schickte sie wo, ließ sie auf wen treffen? Auf die feindliche Armee. Und dies, damit die klare Unterscheidung stattfinden würde, was wahr ist und was falsch ist. Und dies ist auch der Kriegsgrund im Islam. Islam lehrt keine Kriegstreiberei oder keine Kriegserklärung und Ausführung aus dem Gründen von zum Beispiel dem Erwerb von weltlichen Gütern, Machthunger, Unterjochung anderer Völker, Unterdrückung. Das sind alles nicht legitime Gründe, im Islam Krieg zu führen, sondern warum ist sowas passiert? Warum hat Allah hier geholfen? Warum hat Allah die Muslime hier die Armee begegnen lassen?
Und warum passiert der Sieg? Das werden wir gleich noch auch weiterlesen. Hier, damit der klare Beweis etabliert werden würde. Ja, und was ist genau passiert? Es gab einen Sieg, unerwarteten Sieg für die Muslime, die viel weniger waren. Viele Gefangene wurden genommen, 70 der feindlichen Armee wurden getötet, viele wurden verwundet. Und es war der Wendepunkt in der Geschichte der Muslime. Der Wendepunkt in der Geschichte der Etablierung von Recht und Gerechtigkeit. Allah ist wahrlich allhörend und allwissend. Als Allah sie dir in deinem Schlaf als wenige zeigte, und wenn er sie dir als viele gezeigt hätte, hättet ihr wahrlich den Mut verloren und über die Angelegenheit miteinander gestritten. Aber Allah hat euch bewahrt. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Ja, und Allah hat also bei dieser Gelegenheit, dieser Schlacht, mit verschiedensten Dingen geholfen. Wir haben über einige schon gelesen. Und eine dieser Hilfestellungen von Allah, dieser Erleichterungen von Allah war, dass er bei verschiedenen Gelegenheiten die feindliche Armee als wenige erscheinen ließ. Und so den Mut und die Hoffnung und die Ausdauer der Gläubigen stärkte. Ja, wir sehen also, selbst wenn wir Mut oder Ausdauer haben in einer schwierigen Situation, auch dies ist eine Gabe von Allah, für die wir wieder dankbar sein müssen. Und als er sie euch, als ihr aufeinander traft, in euren Augen als wenige erscheinen ließ und auch euch in ihren Augen weniger machte, damit Allah eine Angelegenheit entscheide, die ausgeführt werden sollte. Und zu Allah werden die Angelegenheiten zurückgebracht. O die ihr glaubt, wenn ihr auf eine Schar trefft, so steht fest und gedenkt Allahs häufig, auf dass es euch wohl ergehen möge. Ja, ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu, fathbutu, steht fest, wathkurullaha kathiran, la'allakum tuflihun, und gedenkt Allahs viel. Ja, hier gibt Allah uns also, bringt er uns bei, wie der Weg des Wohlergehens erreicht wird. Wie schafft man das, dass es einem wohlergeht? Indem man feststeht auf dem, was wahr und richtig ist, nicht wankt. Und wie schafft man das? Indem man Allahs viel gedenkt. Ja, und hier im Kontext der Schlachtausführung, im Kontext des Kriegszustandes, was wird hier gesagt? Das bleibt fest und standhaft, selbst im Angesicht des Todes. Ja, und das ist natürlich ein hohes Opfer. Eine hohe Moral wird hier von den Menschen verlangt, die vor allem in diesem Kontext angesprochen werden. Und das schafft man mit dem Gedenken an Allah. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Das sind jetzt weitere Mittel, um es einem wohlergehen zu lassen. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Und, jetzt kommt sehr Wichtiges, streitet nicht miteinander. Warum? Sonst würdet ihr den Mut verlieren und eure Kraft würde vergehen. Und seid standhaft, gewiss, Allah ist mit den Standhaften. Und seid nicht wie diejenigen, die aus ihren Wohnstätten hinauszogen, in Übermut und aus Augendienerei vor den Menschen, und die von Allahs Weg abhalten. Allah umfasst, was sie tun. Ja, und wie diese sollen also die Gläubigen nicht sein. Hier sind die Muschrikin aus Mekka, die Polytheisten, die Götzenanbeter aus Mekka gemeint, die Feinde, die feindliche Armee. Als diese nämlich aus Mekka auszogen, dann war ihre Armee wie mit viel Prunk und Prahlerei, singend und tanzend. Sie hatten extra Knechtinnen, also Sklavinnen mitgenommen, die Musik machten und sangen und prahlten, dass wir werden heute zeigen, zu was wir in der Lage sind. Wir werden den Feinden eine Lektion erteilen und auf diese Art und Weise, so wie es üblich war in der Jahiliyyah, auch mit viel Prahlerei und Prunk auszuziehen. Und den Muslimen wird gesagt, dass so zieht ihr nicht aus. So werdet ihr euch nicht benehmen. Augendienerei, Prahlerei, das sind alles Eigenschaften, die einem Gläubigen nicht angemessen sind. Sondern was ist ihm, was ist seiner würdig? Geduld und Demut und das ständige Gedenken an Allah. Warum? Um sich immer wieder zu erinnern, dass wir gewinnen nicht durch unsere Macht. Wir gewinnen nicht durch unsere Leistungen. Sondern wenn, dann schaffen wir es nur, Allahs Hilfe zu uns herabzuholen, indem wir uns geduldig, standhaft und vor allem gerecht und demütig benehmen. Ja, und nicht so benehmen wie die, die nicht rechtgeleitet sind. Es muss ja ein Unterschied sein. Der Unterschied kann ja nicht nur sein, dass der eine Bart trägt und der andere vielleicht nicht. Und zur Zeit des Propheten Sassam haben sogar die Muschrikin auch Bärte getragen. Oder dass der eine anders angezogen ist als der andere. Und selbst das war eigentlich zur Zeit des Propheten Sassam. Die hatten alle dieselbe Kultur, die haben sich alle arabisch angezogen. Sondern der Unterschied muss doch im Benehmen sein. Der Unterschied muss doch im Akhlaq, im Charakter sein. In diesem Bereich sollen die Muslime siegen. Wer sich selber nicht kontrollieren kann, wer selber nicht das vorzügliche Benehmen in allen Umständen wenigstens aufrechterhalten kann, wenn er schon nicht darin wirklich vorausgehen, vorbildlich sich benehmen kann, ja, dann wie soll dieserjenige sich auf Allahs Weg bemühen, voranschreiten und anderen ein Vorbild sein?
wenn wir das tun, was andere halt so tun, dann wie wollen wir unsere islamische Identität, die vorbildlich sein soll, ja, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Vorbild war für alle Menschen, für die gesamte Menschheit, die noch kommt und die schon vergangen ist. Ja, kana khuluquhu al-Qur'an, sein Charakter war der Qur'an. Ja, und wir sehen hier in einigen Ayat, ich glaube drei waren es vielleicht, ja, wird der ganze Charakter des Gläubigen in Ausnahmezustand, ja, weil hier wird der Kriegszustand dargelegt. Wie muss dann der gläubige Charakter im Alltag, in der Routine erst sein? Ja, also Allah subhanahu wa ta'ala nochmal erklärt uns, wenn es so und so ist, dann werdet ihr Erfolg haben. Nämlich was? Ithbat, feststehen. Dhikrullah, und zwar kathir, Allah viel gedenken. Das Streiten miteinander lassen, und das schafft auch nur der, der einen vorzüglichen Charakter hat. Der einen vorzüglichen Charakter hat. Das Streiten miteinander lassen. Auf die Arbeit konzentrieren. Trotz unterschiedlicher Ansichten versuchen, eine Einigkeit zu wahren. Aufrichtige Nier, nicht um Augendienerei zu betreiben. Ja, Frömmigkeit als Mantel zu tragen, damit die Leute sagen, Mashallah ist der belesen, Mashallah betet er viel, Mashallah ist die großzügig. Sondern aufrichtig um Allahs Zufriedenheit, nicht Ria an-Nas, nicht um Augendienerei zu betreiben und nicht um Batar, um zu prahlen, um vorzugeben, etwas zu sein, was man nicht wirklich ist. Das sind alles gegensätzliche Charaktereigenschaften. Die Gläubigen sollen sich davon fernhalten. Ja, also mit Demut voranschreiten, mit Aufrichtigkeit voranschreiten, wissend, dass alles, was passiert, von Allah ist. Und auch diese Eigenschaft derjenigen, die mit Batar und mit Riya, mit Prahlerei und Augendienerei ausziehen, wie werden sie noch beschrieben? Sie halten andere von Allahs Weg ab. Ja, und das soll der Gläubige auch. Er soll fern davon sein, dass er solch ein Verhalten, solche falschen Informationen, solche falschen, ja, dass er ein falsches Vorbild ist, indem er vorgibt, Islam zu kennen, aber dann solch ein Leben als Beispiel den anderen vorgibt, welches abschreckend ist. Wie sagt der Prophet zu den Sahabern, gebt frohe Botschaft und schreckt nicht ab. Schreckt die Menschen nicht ab. Ja, indem man nämlich sagt, das und das ist Islam, aber eigentlich hat Allah das nicht geboten. Ja, und das ist dann nicht eine Hilfe für den Dien, sondern genau das Gegenteil. Ja, und das ist, gerade in diesem Kontext, Surat al-Anfal, Surat al-Tauba, wird es viel diese Suras wurden offenbart in Situationen, wo die Gläubigen in Kriegshandlungen verbunden waren, verwickelt waren. Die Geschichte der Muslime sollte man kennen, um das zu verstehen. In den ersten 10, 12 Jahren wurde das nicht geboten, dementsprechend wurden auch nicht solche Ayat offenbart. Später wurde es offenbart. Wir nochmal, der Fokus von uns hier ist, diese Ayat zu verstehen. Wir gehen nicht in große Einzelheiten, weil dieser Kurs nicht so geschneidert ist. Dafür gibt es andere Kurse, dafür gibt es andere Möglichkeiten. Es ist nicht immer alles möglich, das müssen wir auch verstehen. Unser Nutzen hier soll sein, dass wenn wir den Koran lesen, relativ oberflächlich lesen, dass wir dann oberflächlich auch verstehen, was ungefähr gemeint ist. Und für viele wird das ein großer Nutzen schon sein. Und inshallah wird das auch ein Anfangspunkt sein, um dann weiter voranzuschreiten durch andere Möglichkeiten, sei es mit uns wieder zusammen oder durch andere Möglichkeiten, die Allah euch und uns gibt, weiter in Einzelheiten einzugehen, für wen das möglich ist, wer diese Fähigkeiten hat. Die Menschen sind verschieden. So, die Ayat einerseits zu verstehen und dann einen Sprung zu machen und das, was man gelernt hat, anzuwenden und Gesetze zu erlassen, dass diese Ayat bedeutet, dass heute dies und dies und dies Gesetz ist, halal ist, haram ist, verboten ist, erlaubt ist. Diesen Sprung, den wir dann machen, das ist ein Unrecht gegenüber der Religion von Allah. Lasst uns bitte bei diesem Punkt verbleiben, dass wir die Religion versuchen zu verstehen. Wir versuchen die Ayat zu verstehen. Diese Aufgabe, Dinge zu Gesetzen zu machen, Gesetze abzuleiten aus dem Text, das machen unsere Großgelehrten. Das machen die Mujtahidin, das machen die, die von anderen Gelehrten als Gelehrte anerkannt werden, und selbst die zerbrechen sich ihre Köpfe darüber, die reden miteinander, die erkennen andere Meinungen an, selbst die haben bestimmte Regeln, wie sie das tun, und wenn wir das tun, dann laufen wir Gefahr, dass wir zu wem gehören? Dass wir zu denen gehören, die über Allah etwas sagen, ohne Wissen darüber zu haben.
Ja, und das ist eine große Sünde bei Allah. Allah warnt davor, Allah verurteilt diese Eigenschaft. Viel Unheil ist auf dieser Welt schon passiert, durch falsche Interpretationen, durch falsche Anwendungen. Deswegen lasst uns bei diesem Sinn bleiben. Deswegen, wir sind Alhamdulillah dankbar, wenn wir die Ayah verstehen. Ach so, das wurde in diesem Kontext offenbart. Was kann ich davon lernen? Ich persönlich, was lerne ich daraus? Aber dass wir dann einen Schritt weitergehen und Gesetze erlassen und Erklärungen abgeben und Dinge für das und das erklären, das steht uns nicht zu. Und das werden wir im Koran selber auch noch lesen, dass uns das nicht zusteht. Und als der Satan ihnen ihre Werke ausschmückte und sagte: Es gibt heute keinen unter den Menschen, der euch besiegen könnte, und ich bin euch ein Beschützer. Als aber die beiden Scharen einander sahen, machte er auf seinen Fersen kehrt und sagte: Gewiss, ich sage mich von euch los. Ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah, und Allah ist streng im Bestrafen. Subhanallah. Als die Armee der Feinde losging, kam Shaitan in menschlicher Gestalt eines Stammesführers zu ihnen und versprach ihnen: Geht, geht, auch ich und meine Folger werden mit euch kämpfen. Ja, also meine Leute kämpfen auch mit euch. Als dann aber die beiden Armeen aufeinander trafen und die islamische Armee von Engeln und Malaika begleitet wurde und Shaitan dies ja sehen konnte, sagte er: Ich sehe, was ihr nicht seht, und mein Versprechen wird hier wieder gebrochen. Ich bin weg. Ich bin weg und ich werde euch nicht unterstützen. Und das ist die Natur von Shaitan. Das nach Ausschmückung, Verführung lässt er einen in der Sünde, in der Notlage, in der Drangsal, lässt er einen liegen. Und das ist ein schlechter Ratgeber. Und dann andererseits die Heuchler. Als die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sagten: Getäuscht hat diese da, ihre Religion. Wer sich aber auf Allah verlässt, so ist Allah allmächtig und allwissend. Ja, getäuscht hat diese. Die sind, wir würden heute sagen, die sind verrückt geworden in ihrer Religion. Das, guck mal, die haben so wenig Mittel, die Muslime damals waren sehr wenig, hatten sehr wenig Mittel, kaum Reittiere, kaum eine ordentliche Armeeausrüstung, die nötig gewesen wäre, rein äußerlich betrachtet. Und für die Munafiqin, die sich ja nur auf ihre Mittel und ihre Stärke verließen, für diese war das, die sind getäuscht worden, die benehmen sich so, als ob sie verrückt wären in ihrer Religion. Ja, und das wird jedem vorgeworfen, der sich auf Allah verlässt, Mittel nutzt, der Gläubige benutzt die Mittel, aber er weiß, der Sieg kommt nur von Allah. Die Hilfe kommt nur von Allah. Mein Mut in meinem Herzen ist ja sogar von Allah. Ja, daraus lernen wir also auch, dass die Menschen, wenn sie denn vorhaben, immer etwas zu bemängeln und zu kritisieren und zu, wir würden sagen, meckern, dann sind diese nicht zufriedenzustellen und man soll die Zufriedenheit Allahs suchen. Dies soll das Hauptziel, der eigentliche Sinn sein. Und Allah wird die Herzen der Menschen auch für einen wenden. Und wenn du sehen würdest, wenn die Engel diejenigen abberufen, die ungläubig sind, wobei sie sie ins Gesicht und auf den Rücken schlagen. Also beim Sterben werden diese Menschen dann, Allah möge uns alle bewahren, noch getadelt und gezüchtigt und sagen: Kostet die Strafe des Brennens. Beim Sterben werden sie noch so behandelt. Und wir sehen das ja nicht. Allah informiert uns, damit wir schon eine Lehre daraus ziehen, obwohl wir es jetzt noch nicht sehen können. Dies geschieht wegen dessen, was eure Hände vorausgeschickt haben. Und deshalb, weil Allah keiner ist, der den Menschen Unrecht zufügt. Nach der Art der Leute Pharaons. Also so wie das diesen passiert, ist es den Leuten von Pharaon auch schon passiert. Und derjenigen vor ihnen. Sie verleugneten Allahs Zeichen und da ergriff Allah sie für ihre Sünden. Gewiss, Allah ist stark und streng im Bestrafen. Das werden wir im Koran noch lesen, wie auch der Tod von Pharaon beschrieben wird, der ertrunken ist im Wasser und trotzdem über ihn gesagt wird, dass morgens und abends wird er dem Feuer vorgeführt. Ja, so vieles passiert schon, was wir halt nicht sehen, was aber schon Tatsache ist. Und Allah möchte, dass wir jetzt schon aufwachen, bevor wir zu Allah zurückkehren. Dies, weil Allah nimmer eine Gunst, die er einem Volk erwiesen hat, ändert, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Und weil Allah allhörend und allwissend ist. Dies ist die Sunna von Allah, die Art und Weise, nach der er verfährt, dass, wenn ein Volk in einem gewissen Zustand ist, Allah wird diesen Zustand nicht ändern, bis sie selbst ändern, was in ihnen ist. Das heißt, die Bemühung muss von wo kommen? Sie muss von uns kommen. Die Bemühung muss von wo kommen? Sie muss von uns selber kommen. Und dann wird Allah auch unseren Zustand ändern.
nach der Art der Leute Pharaons und derjenigen vor ihnen. Sie erklärten die Zeichen ihres Herrn für Lüge, und da vernichteten wir sie für ihre Sünden. Und wir ließen die Leute Pharaons ertrinken. Sie alle waren ungerecht. Ja, und das werden wir immer wieder lesen, dass Ungerechtigkeit genau das ist, was zu Allahs Unzufriedenheit führt. Und was führt dann also zu Zufriedenheit von Allah? Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit sollte das Aushängeschild der Gläubigen sein. Erleben.